kleine Strafe bekommen und mehr auch wieder nicht. Oh, jetzt werden wir angegriffen. Hello Friends, Anna Rob Fox ist wieder am Start. Wieder wie gewohnt erstmal bei Straight Wednesday Elite Dangerous. Wie ihr wisst, bin ich ja bekannt für meine technischen Probleme. Ich hatte zuvor schon eine Episode aufgenommen, aber Claire wurde nicht gehört. Dementsprechend habe ich mir überlegt, das die Folge abzubrechen. Und einfach nochmal von neu anzufangen. Ich bin's ja gewohnt. In dem Sinne, jetzt mal richtig. Claire wird jetzt auch gehört. Deswegen fange ich von vorne an. Was machen wir heute? Heute habe ich geplant, zeige ich euch den Surface Recon Vehicle, auch bekannt als SRV. Hab schon ein bisschen vorgegriffen, die Mission schon ausgewählt. Und zwar werden wir eine kleine Station besuchen, planetarische Station, und werden Daten klauen. Ich denke mal, das könnte ganz spannend sein, weil ich auch da paar Systemparameter bei Voice Attack programmiert habe, die das ein bisschen fetziger machen. Dann würde ich sagen, starten wir gleich los. Hello Claire. Good afternoon, Commander. Und würde sagen, start clearing the area. Affirmative. Natürlich geht das nicht. Kann auch nicht funktionieren, weil wir erstmal take off. Affirmative, Commander. Initiate takeoff procedure. Stand by. Recalibrate power management. All systems are prepared. Ignite engines now. Liftoff. Ascending to Aprox 40 meters. Handing you the con. Witzig bei diesem Planeten. Als ich hier gelandet bin, wenn ihr bei den Parametern, die Koordinaten, die 2.6 seht, es sind die G-Kräfte, die Gravitationskräfte des Planeten. Also 2.6 ist, denke ich mal, schon ganz enorm, weil ich runtergeknallt bin wie eine Pflaume, würde ich jetzt mal sagen, eine Kokosnuss, die von der Palme abfällt. Gut, dass ich Schilde habe, sonst wäre ich da ein bisschen dezent geplatzt, würde ich sagen. Aber wir leben. Unser Ziel, ich cruise mal hier so ein bisschen in die Gegend rum, weil ich das sehr cool finde. Immer schön. Oh, Abstand halten, ha? Wie man sieht, der Planet zieht schon kräftig an uns. Und man hat schon ein bisschen mehr Speed geben, um höher zu behalten. Unser Ziel ist diese Station, die auch auf diesem Planeten ist. 18,7 Megameter. Wahrscheinlich am unteren Ende des Planeten. Deswegen fliegen wir jetzt mal in der Atmosphäre, um ein bisschen Speed zu bekommen. Start clearing the area. Gehen mit der Nase gegen Planeten. Gucken, dass wir an Höhe gewinnen. Müssen überhalb des Orbital Cruise kommen. Ja gut, gehen wir mal steil auf 90 Grad, dass wir den Gravitationskräften des Planeten schneller entfliehen. Und
Oh, er will uns nicht so einfach loslassen, der Planet. Ah, jetzt. Jetzt sind wir aus den Gravitationswellen raus. In der Folge, die ich verwerfen werde, weil ja Claire nicht zu hören war, habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt, ein bisschen mehr zu sprechen. Weil ich finde, ein Talent, den ein YouTuber haben sollte, ist sprechen und spielen gleichzeitig zu können. Und das will ich ein bisschen mehr aneignen. Deswegen versuche ich ein bisschen mehr zu reden. Wenn es euch auf den Sack gehen sollte, schreibt's in die Kommentare. Dann behalte ich wieder meine Gedanken für mich. Ansonsten werde ich versuchen, ein bisschen freier zu reden. Denk mal, das tut auch ein bisschen gut. Obwohl ich ja eher, was ich auch, wie gesagt, in der verworfenen Folge schon geschildert hatte, eher der ruhige Typ bin. Ich rede an sich nicht viel. Bin eher im Hintergrund, beobachte gerne Menschen. Bin eher so der gesellige Typ, wenn er mal ein bekanntes Gerstengetränk im Munde verspürt. Dann kommt auch das Gelaber raus, aber ansonsten bin ich eher, wie gesagt, der Ruhige. Also mal kurz konzentrieren, ich will hoffen, dass wir dann nicht vorbeifliegen. So, das sehen wir, es ist geriffelt, es ist also auf der anderen Seite des Planeten. Bleibe hier auf der blauen Linie, um quasi schnell voranzuschreiten. Wenn ich unterhalb der Nulllinie gehe, komme ich gegen den Planeten. Wenn ich überhalb der Nulllinie gehe, gehe ich dem Planeten entfernt. Fliege ich dem Planeten entfernt. Logisch, alles logisch. Wir haben nach wie vor 34 Grad im Süddeutschland. Wäre eigentlich ein Freund der Hitze. Ich liebe es zu schwitzen, ich liebe den Sommer. Aber nichts ist schlimmer als VR-User, wenn der Schweiß runterläuft und die Linsen beschlagen oder verschwimmen durch die Feuchtigkeit. Muss man vorsichtig sein. Ich habe auch schon in einigen Reddit-Threads gelesen, dass der Schweiß auch mal die VR-Brille beschädigt hat. Deswegen raus. Aber wir wollen ja jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen. So, wir sind. Dann kommen wir an. Da ist unser Ziel. Ein bisschen konzentrieren jetzt. Langsam runter mit Vollgas, um in den Gleiten-Mode zu bekommen. Wir haben die Sonne hinter uns. Also wir müssen schon mal nicht im Dunkeln arbeiten. Weil die Radare oder der Radar sehen uns sowieso. Check. Check successful. Falls ihr euch immer fragt, warum ich eigentlich immer Check sage, das ist meine Methode, um zu gucken, dass das Mikro funktioniert, weil das schon öfters mal der Fall war, dass das Mikro wegen dem Spiel mal einfach abgestürzt ist. Deswegen sage ich immer Check und Claire antwortet mir dann mit Check successful, sonst würde ja das Mikro nicht funktionieren, logischerweise. Genau. So viel zur Erklärung, dass ihr euch nicht wundert, falls ich es mal vergessen habe, rauszuschneiden, was ich ja sonst immer mache, dass man nicht wegen der Aufnahme immer dieses Check hört.
oder Time Left frage ich ab und zu, um zu gucken, wie viel Zeit ich noch habe, bis die Aufnahme bzw. bis die 50 Minuten erreicht sind. So, wir werden wahrscheinlich ein bisschen Kopfgeld bekommen. Ein bisschen vom Schub runter. Wir haben, wie gesagt, die 2,6G. Ein bisschen vorsichtig sein. Okay, 12 Kilometer. Das ist unser Ziel. Wir lesen uns nochmal schnell. Mission Log durch, travel to bla 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 and find the Integrated Hub Access Terminal. Okay. Oh, meine Taktik ist immer, ich lande ein bisschen weiter weg, fahre mit dem SRV hin, lass in der Zwischenzeit das Schiff im Orbit cruisen, mach meine Mission, werde wahrscheinlich dann gesucht, lass das Schiff kommen und düse ab. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt mal. Deploy Landing Gear. Acknowledged. Deploying landing modules now. Landing gear deployed. Ganz sachte. Schaden. Muss ja mal warten, bis ich passenden Boden finde. Die Lady ist ein bisschen zimperlich, ein bisschen pingelig, was den Boden betrifft. Die möchte immer schönen geraden Boden haben. Was ja auch schön und gut ist. Aber ich finde, manchmal übertreibt es ein bisschen. Na komm schon. Claire, stell dich mal nicht so an. So. Ship successfully landed. So, wir sind gelandet. Kurz ein Kameracheck. Und dann würde ich sagen, auf zur Base. Schiff nach oben. Mission abschließen. Schiff runter. Schiff rufen. Und abdüsen. Deploy SRV. Deploy Rover. Deploy Rover. Yes. Well, Commander. Muss immer überlegen, was für ein Kommando ich hinterlegt habe. Defense mode activated. Hm, ich weiß. So, wir sind jetzt hier in unserem Rover, den sogenannten SRV, Surface Recon Vehicle. Haben eigentlich fast die gleichen GUI wie im Schiff auch. So, das Ziel war irgendwie auf der Seite, soweit ich weiß.
lassen wir Claire mal ein bisschen abdüsen. Sollte mal die Lage von oben checken. Take off and standby. Affirmative, Commander. Initiate takeoff procedure. Standby. All systems are ready. Go for launch. Caution. Dust off from drop zone. Auf Wiedersehen. Ich rufe dich, wenn ich soweit bin. Ach, herrlich. Schön sieht das aus. FSD activated. Hopp. Und weg. So, wir sind jetzt erstmal auf uns allein gestellt. Schiff kann uns jetzt nicht helfen. Oh, da läuft schon die erste Schweißperle an meinem Auge vorbei. Aber das sollte uns nicht großartig stören. Also wie gesagt, unser Ziel war eigentlich so in der Richtung. Ich glaube 12 Kilometer von hier entfernt. Ah, da haben wir sie, da haben wir sie. Wir wären fast vorbeigefahren. Auch hier habe ich gelesen oder ist bekannt, Motion Sickness, auch hier beim SIB empfinden manche Übelkeit, was bei mir halt null Effekt hat. Kann hier seelenruhig rumfahren, macht mir nichts aus. Wir warten, bis die Module der Station angezeigt werden. Gibt mal ein bisschen Stoff hier. Wir sollten ja durch die Gravitation von 2,6G nicht allzu weit fliegen, wenn wir jetzt irgendwie gewisse Unebenheiten des Planetens als Rampe nutzen würden. Also quasi diesen Mondeffekt. Den haben wir da nicht. Hub Access Terminal. Okay. Kilometer noch. Dadurch, dass wir in Real Life 34 Grad haben, die Sonne mir direkt ins Gesicht scheint, ist das für mich noch mehr immersiv, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Planet ebenso Wärme ausstrahlt, beziehungsweise die Sonne, die auf den Planeten knallt. Was Gutes. Ja, ich hoffe mal, wir zerplatzen nicht gleich. Im Notfall müssen wir uns eine kleine Deckung suchen. Oder alles recht schnell machen. Schiffe sind hier keine, die uns jagen könnten. So, jetzt kommen wir gleich in den... Ich halte mal kurz an. Ja. So, wir sind jetzt innerhalb und kriegen jetzt eine Strafe, würde ich jetzt sagen. Da scheißen wir jetzt mal drauf. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht gleich angegriffen werden. Geben wir einfach mal ein bisschen Gas. Und versuchen alles ein bisschen schnell zu machen. So. Hier müssen wir hin.
So, Alarm ist eingeschalten. Geschütztürme raus. Wir werden nicht gejagt, wir werden nicht beschossen. Das ist public. Dann würde ich sagen, scannen wir die Scheiße. Was, das war schon? Ein bisschen easy. Easy peasy, lemon squeezy. Werden ja nicht mal angegriffen. Was ist denn das für ein Kack? Eine kleine Strafe bekommen wir mehr auch wieder nicht. Oh, jetzt werden wir angegriffen. Engage Code Yellow. Start Code Yellow. Activate Code Yellow. Activate Code Yellow. Ach, die sind viel zu langsam. Treffen mich null. Ach, das war ja easy. So, eigentlich hatte ich was vorbereitet, aber mir ist der Kommando entfallen. Wie ihr es vielleicht wahrscheinlich mitbekommen habt, habe ich jetzt die ganze Zeit versucht, Code Yellow zu starten. Das ist eine Alarmstufe, die ich programmiert habe, um schnell herauszufinden. Aber damit das funktioniert, muss man erstmal den Code wissen. Na, kurz überlegen. Activate Code Yellow. Code Yellow. Ich glaube, da muss ich mal ganz kurz gucken. Natürlich war es ein Wort, auch ein Synonym für starten oder aktivieren. Es ist Execute Code Yellow. So, da hören wir es. Dann holen wir mal unsere geliebte Claire. Come back to me. Acknowledged. Pairing approaching sequence. Coordinates confirmed. Deactivate orbital navigation guiding system. Maneuvering now to drop zone. Caution. Ship approaches the drop zone. Ach, Leute. Wie ich diese Fehler liebe. Come back to me. Acknowledged. Oh, ich schwitze wieder so arg. Ich denk's mir jedes Mal. Ich denk's mir jedes Mal, Elite can't so perfect sein. Das, was man immer separat mit Voice Attack programmiert, sollte eigentlich standardmäßig sein. Ich hätte noch so viele Ideen zum Programmieren, so Sci-Fi-Gedöns, Startprozeduren und alles Mögliche. Aber ich denke mir dann, warum? Das war eigentlich viel zu einfach. Oh, kurz warten, bis Claire gelandet ist. Düsen ab. Geben die Mission ab. Und dann gucken wir, was wir in der restlichen Zeit noch machen. Was? Ich hab nichts ge... Oh, Claire. Wieso?
Oh Mann, Claire. Wie ich ja bereits gesagt habe, begrenzen wir Elite auf nur eine Handvoll Folgen. Ich glaube, für manch einer wird Elite auch ein bisschen langweilig, weil einfach Elite nicht viel mehr zu bieten hat. Es ist ein Open Sandbox Weltraumsimulation. Ich meine, es ist klar, dass irgendwann mal etwas eintönig ist. Und den Grind Devil, so hoch der auch sein sollte, ist, glaube ich, für manch einer echt ein bisschen uninteressant. Es ist, denke ich mal, schön, gewisse Aspekte von Elite gesehen zu haben. Cockpit-Spiele funktionieren in VR immer. Ist immer ein tolles Gefühl, wenn man selber mal hinter der Brille oder im Cockpit mit einer VR-Brille sitzen darf, um dieses Gefühl mal zu bekommen. Dann ist es cool. Aber ich glaube, VR hat ein bisschen mehr zu bieten als Cockpit-Spiel. Gerade das Interaktive fehlt hier ein bisschen. Dementsprechend denke ich mal, es ist die vorletzte Folge. Würde ich jetzt schon sagen, die vorletzte Folge von Elite. Und dann widmen wir uns wieder was Neues. Was, weiß ich noch nicht. Aber das ist letztendlich ja meine Sache, die ich für euch vorbereiten muss. Und ich werde auf jeden Fall irgendwas finden. Secure Rover. Ist nicht deine Ernte. Ja, Elite. Das Spiel, das dich samt Schiff verlässt. Und ein drittes Mal. Und nein, bevor er auf die Idee kommt, einfach unter dem Schiff schon hinzufahren, um Zeit zu sparen, das mag Claire überhaupt nicht. Die ist da so pendant. Die denkt sich, nee, das ist mir zu unsicher. Da ist schon etwas. Da fliege ich gleich wieder weg. True Story. Schon ausprobiert. Aber man kann nichts sagen gegen Claire. Claire ist wunderschön. Gut, das Schiff heißt ja nicht Claire. Obwohl ich es Claire nennen könnte. Warum nenne ich es nicht Claire? Das Schiff heißt an sich, also abgesehen davon, dass es seine Mama ist, das Schiff heißt Heartbreaker. Heartbreaker. Ich fand das passend. Eine wunderschöne Dame, die wahllose Herzen zerstört. Start clearing the area. So, zurück zur Station.
Mist abgeben. Und dann gucken wir mal. Jump. Acknowledged. Engage jumping procedure. Jumping procedure complete. FSD charging now. Wunderschön. Fasziniert mich jedes Mal. Und tschüss. Ship successfully arrived at the LTT 7361 system, Anarchy Security System, which is alleged to the NERT. Information, arrival star is scoopable. Humans haven't yet colonized this system. Stimmen wir jetzt. Was ist das? Tarnkappe. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Das ist mir jetzt echt neu. Das sind neue Systeme, oder wie? Jump. Affirmative. Engage jumping procedure. Jumping procedure complete. FSD charging now. Successfully arrived at the LTT 7138 system, a high security system which is alleged to the Federation. Information, arrival star is scoopable. Ich würde sagen, wir machen da ein paar High-Res-Missionen. Die mag ich am liebsten. Kopfgeldjagd. Ist doch immer ganz schön. Die Riesenschlacht, also ja, die Riesenschlachtschiffe kommen nicht. Die etwas größeren Schiffe. Und da eine gute Meute an Polizeifraktionsschiffe dann da sind. Wäre auch ganz witzig dann. Uiuiuiui. Ich habe die letzten Tage nicht sonderlich viel geschlafen. Einfach der Hitze bedingt. Da schlafe ich dann so eine Stunde und wach dann auf und kann dann erstmal nicht schlafen. Und noch dazu gehen mir so viele Ideen durch den Kopf bezüglich des Channels. Was ich noch so vorhabe, was ich plane noch an Formaten. Ist ja gut für euch. Da kommt ihr immer neuesten Shit. Noch nicht sofort, es dauert noch ein bisschen, müssen noch ein bisschen Zeit warten, ein bisschen vergehen lassen. Aber es macht mich so fertig. Dropout. Dropout. Affirmative. FSD deactivated. Reintegration to normal space now. Aber da bin ich natürlich selber schuld. Affirmative.
So. Gucken wir mal. Die ist ja recht gierig, was Plätze angeht. Request for docking. Request for docking. Dann halt nicht, dann mache ich es eben manuell. Mein Gott, Claire, echt. So, Dock 3. Dock 2. Dock 3. Wo ist Dock 3? Da ist Dock 3. Nee, ist nicht Dock 3. Dock 3. Hallo? Da ist Dock 3. Deploy Landing Gear. Affirmative. Deploy Landing Gear now. Landing Gear deployed. Gut. Open Services. Open Services. Ich habe so langsam das Gefühl, Claire hat langsam keinen Bock mehr. Vielleicht sind ihr auch die Temperaturen viel zu viel. Zumindest haben wir jetzt ein bisschen Cash. Nehmen wir das da. Warum? Geld ist gut. Und dann noch Crafting Materials. Was durchaus nicht schlecht ist. Werde ich aber, glaube ich. Nee, werde ich, glaube ich, nicht näher eingehen. Auf das Crafting. Es ist viel Rumfliegerei. Viel zu viel Rumfliegerei. Viel zu viel Rumfliegerei. Befehl gibt's nicht. Ich sage, gehen wir zu den High-Res. Schauen uns da ein bisschen um. Jo. Start clearing the area. Affirmative. Yes. Retracting landing gear. Clearing the area now. Retracting landing module is completed and secure. 4, 2, 1. 15 Minuten machen wir doch. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu sehr enttäuscht, dass es in der Folge nicht so viel zu sehen gab. Gut, wir haben den SAV, habe ich euch vorgestellt. Ja, wie ihr schon raushören könnt, wie gesagt, Elite ist ein tolles Spiel. Aber auch das sollte bald ein Ende haben. Einfach um die Zeit meiner Meinung nach mit sinnvolleren VR-Spielen zu füllen.
diesem Grund haben wir das, wofür Elite bekannt ist, für ordentliche Ballerei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es dann heißt Straight Wednesday, am Freitag, wie gewohnt, wie neu gewohnt jetzt dann hoffentlich, Couch Friday. Ich denke mal, da werden wir wieder mit Thief weitermachen. Thief, gemütlich auf der Couch, bei den schönen Temperaturen, natürlich eine Flasche Bier in der Hand, gemütlich zum Wochenende ausklingen lassen. Ah. Dann gucken wir, was die Zeit so bringt. Ich hoffe weiterhin, euch gefällt das, was ich tue. Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich bin auch gewillt, jeden Kommentar zu kommentieren. Weil ich persönlich finde es wichtig, einen Draht zu euch zu finden. Und wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr irgendwelche Spielideen habt, lasst es mich wissen. Ich werde mein Bestes geben, dann auch diese Wünsche zu befolgen. Dropout. Acknowledged. FSD deactivated. Oh, ja, guck mal. Was haben wir denn hier? Hardpoints ready to engage. Mal kurz, wo ist die M-Taste? Da ist die M-Taste. Am Montag gesehen habt von Random Monday, als ich Into the Radius gespielt habe, habe ich mich ja wegen der Performance beschwert, habe aber ein bisschen nachgeforscht und herausgefunden, dass das Spiel noch nicht allzu gut optimiert ist für VR. Dementsprechend sind die Frame-Drops... Was? Wieso greift er mich an? Greift mich tatsächlich an? Das wagen die! Das ist ein kleiner Fighter, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt oder selber erkannt habt. Die sind super schnell und windig. Die waren früher mega schwer, zumindest fand ich das immer schwer. Aber er hat scheinbar keine Chance gegen mich. Was war denn das? Warum greifen die mich an? Sonst greifen die immer nur an, wenn man irgendwelche Ware hat. Du, aha, deswegen. Die wollen hier meine Chips haben. Nee. Hey, das kriegen die nicht. Nur über meine Leiche.
die Piraten, die Polizei ist auch schon da. Ich ein bisschen Zeit gelassen. Wie mache ich die jetzt weg? Die wollen alle an meine Chips. Diese Drecksäcke. Polizei auch irgendwas? Ich hoffe doch. Mei, komm gut alleine klar. Jetzt ist halt nur ein genervtes Hin- und Herfliegen. Nicht mehr lange. Der Martin Gargatz. Defense. Defense. Mann, wollen die alle an meine Chips, ey. Ich glaube, es hackt. So, Mike Dreisbach, den holen wir uns noch. Dann würde ich sagen, der Hitze entsprechend war es das für heute dann auch. Ich gehe hier sonst in der Hitze ein. Scannt er mich noch? Sehr schön. Gut. Ich denke, das reicht für heute. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst es mich wissen. Beim nächsten Mal überlege ich mir was. Ob's immer und ob's dann. Ach, ich bin am Zweifeln.
Ich bin am Zweifeln, ob wir noch mal eine Runde Elite spielen, sondern ob wir uns mal wieder richtigen VR-Dingen zuwenden sollten. Auch das könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, wenn ihr doch vielleicht ein bisschen mehr Elite zählen wollt. Dann tue ich das gerne. Ansonsten macht's gut, genießt die Sonne noch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Freitag, Couch Friday. Schaut rein, wenn ich Thief weiterspiele. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Euer Captain Anar Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.